Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckhardt und das ist ein Behind-the-Scenes-Video. Im April 2019 habe ich ein Unternehmen für Consulting und Training für die Energiewirtschaft gegründet. Im Mai 2019 bin ich hier in das Technologie- und Gründerzentrum in Gera gezogen, wo ich mittlerweile zwei ganz schicke Büroräume habe. Hier zum Beispiel seht ihr den eigentlichen Arbeitsplatz, wo bisher noch keine Monitore stehen, aber für einen Laptop reicht es natürlich für einen Anfang. Wie ihr auch hier sehen könnt, da draußen ist relativ viel Grün. Wir befinden uns hier praktisch in einem Vorort von Gera. Lausanne ist das praktisch für die, die sich hier auskennen. Und deswegen ist es nicht ganz so umtriebig. Ein bisschen grün, ein bisschen ruhig. Und wir hören auch jede Menge Vögelgezwitscher, wie ihr vielleicht im Hintergrund mitbekommen könnt. Der zweite Raum ist mein Aufnahmestudio und die Leseecke. Hier habe ich eine ganz normale Aufnahmeleinwand in weiß, wie ihr hinten sehen könnt, auch noch in grün und schwarz. Grün für den Greenscreen, damit ich auch mal in der Vulkanlandschaft stehen kann, wenn ich Videos aufnehme. Videos nehme ich hier mit einer ganz normalen Spiegelreflexkamera auf. Das ist eine Canon EOS 60D, also auch kein allzu neues Modell. Und für den Ton habe ich ein Zoom H4n Pro, was vor allem auch unglaublich mobil ist und deswegen fantastisch geeignet ist, um auch mal unterwegs was aufzuzeichnen, zum Beispiel auch Interviews. Ja, und hier ist eigentlich der allerwichtigste Ort, ein riesiges Sofa, mit welchem ich nicht nur eine Leseecke verbinde, sondern auch die Möglichkeit, in Ruhe mal zu schreiben. Es geht ja bei mir vor allem darum, jede Menge Content kostenfrei ins Internet zu stellen. Das beginnt bei Blogbeiträgen und Artikeln über relevante energiewirtschaftliche Entwicklungen. Das lässt sich hier in ruhiger Atmosphäre einfach am besten machen. Und darüber hinaus eben Audio-Podcasts zu veröffentlichen. Energiekram ist mein Audio-Podcast. Der ist mittlerweile nicht nur bei Spotify, sondern auch bei iTunes zu abonnieren. Und ansonsten auf der Webseite unter energiekram.de direkt zu finden. Und dann sind es vor allem natürlich die YouTube-Videos, die ihr hier ist ja wahrscheinlich gerade auf meinem YouTube-Kanal sehen könnt. Unter verschiedenen Mottos und Formaten versuche ich, die Energiebranche möglichst anschaulich zu erklären. Und das Ganze eben unter der Überschrift Energiewirtschaft einfach. Es geht eben darum, diese unglaublich komplexe und komplizierte Branche möglichst einfach zu machen, möglichst gut zu erklären und vor allem Stadtwerke dabei zu unterstützen, sich zukunftsfähig, nachhaltig mit neuen Geschäftsmodellen und optimierten Prozessen aufzustellen. Das Ganze kann ich natürlich nur deswegen, weil ich hier eine Kaffeemaschine habe und daneben auch einen kleinen Kühlschrank, sodass die Koffeinversorgung jederzeit gesichert ist. Wir sind ein paar Bücher, Prozessmanagement, Six Sigma und SAP und energiewirtschaftliche Themen. Und ja, vor allem geht es natürlich darum, Studien zu lesen, aktuelle Marktanalysen irgendwie aufzustellen, indem man Statistiken und weitere Erkenntnisse der Branche zusammenführt, indem man News liest, jede Menge News im RSS-Feed, die hier bei mir ankommen jeden Tag. Und dann sitze ich hier eben in meinem gar wunderbaren Chefsessel, arbeite am Lenovo-Laptop, ist also ein ganz normales Modell, mit professioneller Videosoftware, Videobearbeitungssoftware, eben meine Produkte durch und versuche, die tagtäglich rauszuhauen. Anfang Juni kommt jetzt meine erste Mitarbeiterin dazu. Die Sophie ist eine langjährige Kollegin aus dem alten Unternehmen, hat sich dazu entschlossen, gleich mitzukommen und mit mir dieses Unternehmen aufzubauen. Und wir werden gemeinsam jede Menge Content raushauen, auch neue Formate veröffentlichen. Freut euch darauf, dass es in Zukunft jeden Tag mehrfach neue Inhalte zur Energiewirtschaft geben wird. Aktuell beschäftige ich mich vor allem mit den Berliner Energietagen. Die finden jetzt nächste Woche statt. Da bin ich 3 Tage vor Ort. Ich bin jetzt, glaube ich, das 6. oder 7. Mal auf den Berliner Energietagen. Das ist so das Klassentreffen der Energiewende. Und da versuche ich wieder die aktuellsten Entwicklungen und Einschätzungen von Experten mitzunehmen und daraus eben auch neuen Content für meine Formate zu schaffen. Ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann gebt mir einfach mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann kommentiert die einfach unter dem Video. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckhardt.